Da ist einer, da ist einer. Boah. Nein, wo ist mein Schwert? 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 Wo ist mein Schwert zum... Zwei Herzen, wo ist mein Schwert? Wo ist mein Gott, verdammtes Schwert? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Games of the Hive. Heute sind wir noch in der Lobby, weil ich euch was total Witziges zeigen möchte. Und zwar haben wir hier direkt einen Hacker. Und zwar der Typ hier, guckt euch an. Er schlägt einfach die ganze Zeit und dreht sich immer perfekt zu den Leuten, wo sie sind. Und er hackt einfach. Und ich werde einfach in der Runde durch ihn sterben, weil er einfach im Hacken ist. Und ich meine, guckt euch die Namen an. Arzo, Alza, Ayahamots, Sultan Gamer, EXKSAX, keine Ahnung. Also es sind ziemlich viele Hacker in der Runde. Bin ich mir ziemlich sicher, weil Araber... Also mit solchen Namen, solche Leute... hacken einfach. Mehr als die Hälfte hacken. Also es sind einfach mehr Leute mit solchen Namen, die hacken, als die, die es nicht tun. Deswegen gehe ich einfach mal pauschal davon aus, dass diese Leute alle hacken. Und ja, wünsche mir trotzdem mal Glück. Auf Breeze Island spielen wir. Bevor es losgeht, möchte ich mich einmal voll dafür entschuldigen, dass ich so lange kein Video gebracht habe. Allerdings hat es zwei Gründe und noch was, was ich sagen möchte. Und zwar ist der erste Grund, dass ich gerade, also heute ist Dienstag, mal gucken, wann ihr das Video seht, hoffentlich auch Dienstag, aber auf jeden Fall ist gerade in dieser Woche meine ganze Prüfung, also ich bin ja in einer 10. Klasse, es ist eine Gemeinschaftsschule, das bedeutet, nach der 10. Klasse gehe ich auf eine andere Schule, um Abi zu machen und das kann ich nicht auf meiner Schule machen, deswegen sollte ich mich jetzt vielleicht mal etwas anstrengen oder so und auf jeden Fall haben wir jetzt Montag Deutsch geschrieben, morgen, also am Mittwoch schreiben wir Englisch und am Freitag schreiben wir dann noch Mathe. Und deswegen bin ich eigentlich in der Woche ein bisschen verplant. Allerdings hatte ich auch eigentlich schon eine Aufnahme für Sonntag, beziehungsweise halt Montag. Allerdings konnte ich die nicht nehmen, weil... ich kann es euch nicht erzählen, weil wenn ich es euch erzählen würde, dann... also es hat einen Grund. Und zwar hat es etwas mit einem anderen YouTuber zu tun, der einen neuen Kanal eröffnet. Und wenn ich euch das jetzt sage, wäre das natürlich total witzlos. Deswegen sage ich es nicht, aber auf jeden Fall konnte ich es nicht hochladen, weil er hatte Probleme beim Aufnehmen. Und deswegen, keine Ahnung, das hatte ich eigentlich so geplant für Freitag, für Sonntag hatte ich das eigentlich geplant. Aber dann halt doch nicht. Und dann hatte ich gestern noch was aufgenommen, also am Montag. Allerdings ist da meine Mama reingekommen. Und das war auch nicht so geil. Und deswegen nehme ich jetzt nochmal auf. Und das ist voll lange her, dass ich ein Video hochgeladen habe, aber ist egal, juckt mich nicht. Und ja, wie gesagt, in der Runde hier sind so viele Hacker, dass ich wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Müsst ihr gar nicht von ausgehen. Andererseits wäre es natürlich möglich, dass ich gewinne, aber geht lieber nicht davon aus. Also ich brauche sowieso unbedingt jetzt, ich muss unbedingt was hochladen, weil ansonsten, nee, das wird sonst nichts. Also nee, ich muss was hochladen, ich nehme diese Runde, egal was passiert, egal wie viele Hacker-Teams mich targeten, das ist mir YOLO wie sonst was. Naja, so, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, also einmal, einerseits tut es mir voll leid, dass so wenig Videos kamen und wie gesagt halt, ich habe Freitag meine letzte Prüfung und nach Freitag habe ich dann eine Woche lang frei und dann werden natürlich wieder ein paar Videos kommen und so und ja, by the way, falls ihr euch mal fragt, warum so wenig Videos bei mir überhaupt kommen, das liegt an meinem Internet und da wollen Leute hoch, okay, nee, das liegt an meinem Internet, weil mein Internet ist so schlecht und ich brauche für ein normales Video um die 4-5 Stunden, manchmal sogar 6 und das ist natürlich ein bisschen ein richtiger Abfuck, hallo. Na, ihr Nudeln. Ich droppe da mal ein TNT hin. Okay, zwei sind tot. Und den anderen haben wir auch. Ja, so macht das der Pro, ne? Oh mein Gott, das war eine geile Aktion. Oh Mann, das war richtig nice. Schade, dass ich die Punkte nicht bekommen habe. Oh nein, ich habe das Hühnchen gegessen aus Versehen. Habe ich noch irgendwas Besseres? Ich habe das Gefühl, dass hier jemand hochkommt, hat sich gerade so angehört. Ich habe keine Angel, also kann ich ihn nicht wegschleudern oder so. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sind halt Prüfungswochen und so. Ich zeug zwar sowieso die ganze Zeit eigentlich nur, aber naja, also ich versuche einfach mich ein bisschen zu entspannen in letzter Zeit, weil Prüfungen und so, das ist natürlich besser, wenn man total entspannt ist und so. Und auch ausschlafen versuche ich die ganze Zeit, schaffe ich auch nicht so wirklich, aber ich versuche es zumindest und der Wille zählt ja. Und ja, so, was ich noch sagen wollte, wo war ich denn gerade? Ach ja, genau, mein Upload ist mega scheiße, also ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber ich sag's echt richtig oft, mein Upload, mein Internet ist scheiße. Für ein Video, was eine Viertelstunde geht oder so, brauche ich einfach, es ist wirklich kein Flachs jetzt, ich brauche 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, um so ein Video hochzuladen. Fürs FRQ habe ich zum Beispiel den ganzen Tag gebraucht, also ich bin morgens um 8, glaube ich, aufgestanden und habe es einfach die ganze Zeit lang hochgeladen, bis abends um, keine Ahnung, bis 1 oder so. Auf jeden Fall echt lange. Und deswegen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich so inaktiv mehr oder weniger auf YouTube bin. Sonst würde ich eigentlich wirklich jeden Tag Videos machen, aber es geht halt einfach nicht. Und keine Ahnung, dann sind meine Videos irgendwie noch was Besonderes, weil es halt nicht jeden Tag kommt oder so. Aber naja, habe ich schon mal erzählt irgendwann im FAQ, habe ich das... Da ist einer, da ist einer. Boah, nein, wo ist mein Schwert, wo ist mein Schwert, wo ist mein Schwert, wo ist mein Schwert, wo ist mein Schwert?
Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert zum... Zwei Herzen, wo ist mein Schwert? Wo ist mein gottverdammtes Schwert? Habe ich Pfeile? Ich habe sogar Pfeile. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Er hat geschrieben, ein Herz, ja, cool. Da ist mein... Oh mein Gott. Woher wusste er, dass ich ein Herz habe? Hex. Hat wahrscheinlich Huzuni und einen Damage Indicator oder so und jetzt haben wir ihn gesnackt. Oh mein Gott, ich Hotkey einfach. Ich bin ins Inventar gegangen, hab mein Hotkey, mein Schwert da reingedingst und bin aus dem Inventar wieder rausgegangen. Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Oh mein Gott, ich bin auch ein bisschen rusty, by the way, weil ich irgendwie kaum SG spiele im Moment. Ich spiele eigentlich nur Hide and Seek, weil man nebenbei auch richtig geil lernen kann. Und naja, so ist es halt. So, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach ja, genau. Was ich unbedingt noch erzählen wollte, ist, dass ich. Wie fange ich das Thema an? Ich bin ein Sim-Haribo-Fanboy und ich versuche, ehrlich gesagt, ähnlich wie Sim-Haribo zu sein, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das ist voll so mein, keine Ahnung. Ich versuche einfach ähnlich Videos zu machen wie er. Und was mir dabei auffällt, ist, dass ich jetzt. Also er macht's einfach so, er macht echt viel Solo. Er spielt eigentlich nur Solo. Und wenn er mal mit anderen Leuten aufnimmt, sind es immer Freunde von ihm. Und genauso mache ich das eigentlich auch. Also ich habe jetzt einmal mit Nodop aufgenommen und ansonsten immer nur mit Leuten, die ich gut kenne. Also zum Beispiel Anna oder Eike habe ich mit Eike habe ich aufgenommen. Fabo kenne ich auch eigentlich ganz okay. Also ich habe auch mal mit ihm aufgenommen und da kannte ich ihn eigentlich auch ganz gut. Und an sich, also ich nehme eigentlich nur mit Leuten auf, die ich echt gut kenne, weil ich finde das einfach viel unterhaltsamer, mit Freunden aufzunehmen. Aber ich möchte jetzt langsam auch mal mit anderen Leuten aufnehmen, keine Ahnung, weil es sagen einfach so viele, ja, nimm mal mit dem auf, nimm mal mit dem auf und damit fange ich jetzt auch mal an langsam, also ich, keine Ahnung, es wird jetzt auch nicht so oft kommen, es wird jetzt nicht irgendwie jeden Tag SG mit jemand anders kommen oder so, aber halt, ich würde jetzt langsam damit anfangen und deswegen wäre es cool, wenn ihr mir mal ein paar Leute in die Kommentare schreibt, die ihr denkt, so zu mir passen, also irgendwie, sie sollten irgendwie einfach so sein wie ich, also Alter und so ist eigentlich egal, aber sie sollten halt einerseits natürlich Qualität, also Qualität ist sowieso das A und O. Weil wenn er eine scheiß Qualität hat, dann nehme ich nicht mit ihm auf, ist einfach so Punkt. Weil es ist sonst total behindert, wenn man irgendwie die ganze Zeit Rauschen hört oder sowas. Und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und andererseits ist das Alter und die Stimme ist mir eigentlich relativ egal, solange es sich gut anhört. Und ja, also es sollten einfach Leute sein, die gut zu mir passen. Also sie sollten irgendwie so ungefähr denselben Humor haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, ihr versteht einfach, was ich meine. Ich glaube, ich muss es gar nicht erklären. Und wenn ihr halt Leute habt, die irgendwie so zu mir passen und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir mal solche Leute in die Kommentare schreibt, weil, keine Ahnung, also mir fallen jetzt pauschal wenig Leute ein, mit denen ich sowas machen könnte und deswegen wäre es echt cool, wenn ihr mir sowas schreibt. Es sollte allerdings irgendwie im Bereich des Möglichen sein, also sollte jetzt nicht irgendwie ungespielt oder so, habt ihr den gleichen Humor wie er hat gute Qualität und so, aber ich glaube nicht, dass ihr in ungespielt rankommt oder so, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen so ungefähr so wie ich sollten sie sein und das wäre eigentlich ganz chillig. Ich sollte mich halt gut mit ihm verstehen, weil ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Videos wollt, wo ich dann einfach so einen gezwungenen Dialog mit diesen Leuten führe, dann irgendwie, keine Ahnung, hi, na, ich laufe da längs, okay, ich habe was für dich, danke. Und das finde ich einfach total langweilig, deswegen nehme ich auch lieber mit Freunden auf, weil man mit denen einfach auch über Themen sprechen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie viel zu schnell rede, aber das ist mir total YOLO, weil ich finde, dass man schnell gesprochene Sätze immer noch richtig gut verstehen kann, wenn man sie deutlich ausspricht. Ist bei mir jetzt nicht so der Fall, aber ich finde an sich ist schnell sprechen gar nicht so das Ding. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt erwähnt habe. Ach ja, genau, weil ich so schnell spreche und das ist gleich Deathmatch. Boah, ich habe es ins Deathmatch geschafft und es leben noch so ein paar Leute. Der eine hat irgendwas mit PvP, das hat aber nichts zu sagen. Also Leute, die sich irgendeinen Account mit PvP am Ende holen, finde ich, einerseits zeigt es, dass sie viel PvP spielen oder PvP spielen an sich halt so. Also es sagt nicht, dass sie gut sind oder so, es zeigt einfach nur, dass sie PvP spielen. Und wenn Leute sich dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie heißt der Typ jetzt? Squeepy PvP oder so, ja. Es kann natürlich sein, dass er total der gute Spieler ist und ja, heißt eigentlich Squeepy LP oder so und hat sich einfach einen PvP-Account gemacht, wo er krasse Stats drauf hat. Aber es können natürlich auch irgendwelche kleinen Fabo-Kiddies sein, die 8 Jahre alt sind und dann unbedingt so sein wollen wie er und die kaufen sich dann einen Account mit PvP und können einfach gar nichts. Also ich finde, von den Namen sollte man sich nicht abstrecken lassen. Ich finde Namen, sowas wie Samaribo sind einfach, das sind die besten Namen. Quantum Tiger, Samaribo, Crucial Games geht noch, aber ich finde solche Namen, die einfach. Sowas wie Captain Erik zum Beispiel auch eigentlich. Also Captain ist jetzt auch wieder so eine Sache, das kann irgendwie jeder haben. Aber ich finde halt sowas mit PvP oder mit HD oder LP finde ich richtig garstig. Das ist echt schlimm. Und ich würde sagen, ich halte mich einfach mal wieder total raus, wie ich es immer mache. Entweder hat der Typ ein Dia-Schwert oder eine Angel in der Hand gehabt. Okay, er hat ein Steinschwert. Ich halte mich einfach komplett raus aus dem Fight, wie ich es immer mache. Weil ich bin eigentlich ein recht defensiver Spieler, wenn ich mir ehrlich bin. Ja. Und deswegen lasse ich es einfach mal dabei. Ich finde, es geht einfach nicht darum, alle Leute zu töten und die ganzen Kills zu bekommen, sondern es geht einfach nur darum, ja, als Letzter halt noch zu leben. Und,
Ich weiß gar nicht, wo ich längs laufen soll gerade. Und ich frapse ihn. Ich frapse ihn mit der Hand, mit der Angel gerade. Ich frapse ihn einfach. Ich frapse ihn, ich frapse ihn, ich frapse ihn. Ich weiß nicht warum, aber ich nenne das jetzt frapsen ab sofort. Oh man. Ja, okay, fightet. Ich will unbedingt abstauben. Was ist denn der Typ eigentlich von mir? Der verfolgt mich die ganze Zeit. Okay, jetzt hat er was gegessen. Ah, jetzt hätte ich raufgehen müssen, egal, zu spät. Davon sind die beiden anderen wieder. Ich crash den einfach mal zur Seite und jetzt gehen beide auf mich, oder wie? Ja, geil. Beide gehen auf mich. Ich verstehe nicht, wieso. Random Team MDM. Ich raste aus. Ach, die sind wahrscheinlich sowieso im Team. Okay, dann ist ja gut, wenn ich verloren habe, ne? Also, jetzt habe ich eine Ausrede, warum ich verloren habe. Ja, okay, er teamt mit mir. Das ist gut. Okay, nice. Das war ein guter Hit. Okay, jetzt sollte ich vielleicht umdrehen. Oh nein, das war richtig schlecht. Oh mein Gott, die kriegen mich einfach nicht. Die sind richtig schlecht. Nein, ich habe es nicht geschafft zu setzen. Oh mein Gott. Nein, das andere. Oh, ho, ho. Okay, ich werde wahrscheinlich sterben, aber es juckt mich einfach nicht, ne? Nein! Das war das Falsche. Oh mein Gott. Komm, bitte, bitte, noch rein. Komm, der andere muss doch mit mir teamen. Ist der behindert? Okay, er gibt den ordentlich. Okay, einmal getroffen. Nochmal irgendjemand getroffen. Nochmal irgendjemand getroffen. Komm. Nein. Komm, den kriege ich, oder? Den kriege ich. Komm, komm her. Nein. Oh mein Gott, er ist so one-hit. Okay, jetzt habe ich ihn. Nice. Okay, dann regge ich jetzt erstmal. Ich laufe in diese Richtung hier. Weil hinter mir ist der andere. Oh mein Gott, hoffentlich teamen die jetzt auch nicht auf mich. Das wäre richtig garstig. Komm, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm bitte, ich habe doch mit dir geteamt. Helf mir. Helf mir. Bitte, bitte helf mir. Danke, oh mein Gott, der Typ. Er hat's verstanden. Diesen Typen hier. D-Star252, ich liebe dich. Ich werde jetzt zwar backsteppen müssen, aber ich liebe dich trotzdem. Dafür, dass du mir hier so das Leben gerettet hast und für eine gute Aufnahme gesorgt hast. Dafür liebe ich dich. So, und der kommt er wieder an. Okay, ja, okay. Puh, danke an dich auf jeden Fall, dass du mir so gut geholfen hast. Er ist einfach ein schlauer Spieler, 2 gegen 2. War natürlich das Einzige, was man hier sinnvoll machen kann. Ich hoffe einfach mal, dass er mir jetzt noch hilft. Bitte helf mir, bitte helf mir, bitte helf mir. Und ich bin durch ihn durchgelaufen. Ach, was für ein Noob. Du bist ein Noob. Ich sag ja, die Leute mit PvP sind nicht immer gut. Oh mein Gott, das ist so PTNT. Keiner ist reingelaufen. Okay, er braucht auch Hilfe. Jetzt muss ich ihm helfen. Ja, ich werde ihn einfach ein paar Mal mit dem Bogen treffen. Versuche ich zumindest. Oh mein Gott, ich treffe nicht. Ich habe nur 2 Pfeile. Ich lasse es lieber. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf ihn gehen. Ha, nein. Wo ist mein Ping? Wo ist mein Ping, wenn ich ihn brauche? Okay, mein Ping ist richtig garstig. Ich sollte ihn euch eigentlich mal zeigen. Irgendwann. So. Jetzt bist du tot, mein Freund. Hättest du dir überlegen sollen, ob du mit mir... ob du gegen mich teams im DM. Ja, ja, ja. Shreddy PvP, du bist richtig gut. Du bist richtig gut. Immer im Team spielen und trotzdem verlieren. Okay, nice, Adin. Jetzt muss ich ihn backstabben. Och, das tut mir so leid. Ich bin so garstig. Eigentlich hätte ich sterben verdient, oder? Hätte ich das Sterben verdient? Ja, ich hätte das verdient. Ich habe keine Pfeile, schade. Okay, aber ist auch nicht sonderlich gut. Ja. Ich könnte einen fairen Fight gegen ihn machen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er hackt. Weil um diese Uhrzeit bin ich mir eigentlich nie sicher, ob irgendjemand nicht hackt. Weil um diese Uhrzeit sind einfach so viele Hacker, das ist richtig krass. Ich glaube, den hätte ich auch so bekommen. 10 Punkte, ja, tut mir echt leid, ich war so richtig assi in dem DM. Aber ich hoffe, dass euch das Video so weit gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr mir irgendwelche Leute in die Kommentare schreibt, mit denen ich aufnehmen könnte. Also, wenn euch nichts anfällt, ist auch nicht schlimm, aber keine Ahnung, ich habe halt gar keine Idee. Und ihr könnt halt einfach so Wunschaufnahmepartner für mich schreiben oder so. Und ja, ich werde euch jetzt auf einmal ganz schnell einen Ping zeigen. So, hier global Ping ist es. 102 am Vormittag, das ist total schlecht, aber naja. Auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch einfach mal Hashtag. Hashtag, was könnte man schreiben? Hashtag, ich weiß es nicht. Hashtag Splack. Einfach, weil ich da hingucke. Also schreibt mir Hashtag Splack in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen geschaut habt. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin etwas busy im Moment. Tut mir wirklich leid, wenn ihr Leute habt, mit denen ich aufnehmen soll. Wäre auch super cool. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.